Hallo, ich bin Karin. Ich schaffe da in der Sunabar am Hochjoch und wünsche euch ganz viel Spaß mit Montafon TV. Martin, schau, in diesem Moment kommt die Sonne raus und wir stehen auf 2000 Meter Höhe, fühlen uns wohl. Angenehm, frisch, das ist fein. Und damit sagen wir herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Montafon TV, ein Tal macht Fernsehen. Und da möchten wir uns an erster Stelle bedanken für die vielen positiven, tollen Rückmeldungen aufgrund unserer Premierensendung. Auch konstruktive Kritik ist gekommen, das gehört auch dazu. Und gerade daran arbeiten wir natürlich, die Qualität stetig zu verbessern. Aber wir freuen uns über diese tolle Resonanz, war gewaltig. Danke im Namen unseres ganzen Teams. Auch in der heutigen zweiten Sendung versprechen wir Ihnen spannende und unterhaltsame Beiträge. Sicher. Es geht um einen der Top-Manager, du hast mit ihm gesprochen. Ja, Dr. Georg Hoblik, sehr bekannt hier drinnen, er ist der Vorstandsvorsitzende der Silretta Montafon und ein sehr interessanter Mensch. Sind wir schon gespannt, Martin, über was du mit ihm gesprochen hast. Dr. Georg Hoblik, Vorstand oder Vorstandsvorsitzender der Silretta Montafon, wie sagt man es ganz genau? Eigentlich Vorstand, weil ich bin mittlerweile alleine, also Vorsitzender wäre falsch, da bräuchte man mehrere dazu. Das waren wir am Anfang, vor 3 Jahren waren wir zu dritt, mittlerweile führe ich das Unternehmen alleine. Allein auf weiter Flur kann man aber nicht sagen, die Silretta Montafon, eines der größten Skigebiete in Österreich, mittlerweile glaube ich fast wieder unter den Top Ten. Ja, unser großes Projekt, die Verbindungsbahn, die Verbindung der beiden Skigebiete, Silvretta Nova und Montafoner Hochjoch, also diese zwei klassischen Teile, wenn wir das verbunden haben und dann auch hier faktisch den Zusammenschluss zur Silvretta Montafon geschafft haben, dann sind wir wieder unter den Top Ten, unter den 10 größten Skigebieten in Österreich. Eine Saison wird ja das Jahr vorher geplant, eigentlich eine Wintersaison. Dann, wenn man jetzt hernimmt, es hat nicht so viel Schnee momentan in diesem Winter. Ist man zufrieden von Seiten der Silretta Montafon mit diesem Winter bisher? Das Weihnachtsgeschäft war ausgezeichnet. Wir hatten ganz tolles Wetter, sehr oft Sonnenschein. Es war vielleicht kalt, aber das ist eigentlich für das winterliche Skifahren hervorragend. Der Schnee ist sehr gut. Es ist wenig Schnee, aber mit dem wenig Schnee hat man sehr, sehr gute Pisten präparieren können. Wir haben auch, wenn man in das Gelände sieht, sehr viele Tiefschneespuren. Also auch das war möglich über Weihnachten. Also trotz des nicht so großen Schneemenge eigentlich sehr gute Pistenbedingungen. Nicht nur bei uns, auch in den anderen Gebieten im Montafon. Also mit dem Weihnachtsgeschäft sind wir zufrieden. Müssen wir oder dürfen wir zufrieden sein. Jetzt der Jänner, da sehen wir einfach, dass wir noch aufholen können. Da haben wir noch Potenzial zu wachsen. Aber es wird wieder der Februargeschäft, das Karnevalgeschäft kommen und da sind wir wieder ganz stark dabei. Blicken wir ein wenig in die Zukunft. Man hat es gerade auch in den Medien jetzt lesen können. Es wird eine Verbindungsbahn geben, ein sehr großes Projekt. Ja, das ist für unser Unternehmen das größte Projekt, denke ich. 30 Millionen besteht aus 2 Bahnen. Eine Gondelbahn, eine Einzelumlaufbahn, 8er-Gondeln von St. Gallenkirch, von der Wallisera Talstation hinauf aufs Grasjoch. Damit haben wir dann den Zusammenschluss. Ich darf aber auch sagen, das ist ja keine Neuerfindung oder keine neue Idee von uns. Schon vor 30, 40 Jahren haben damals die Personen mit viel Weitblick, die touristischen Pioniere des Tals, des Montafons, immer über diese Verbindung gesprochen. Auch in den ersten Verträgen zwischen den verschiedenen Alpen am Hochjoch, wie es um die Erweiterung Zamang ging, also die Erweiterung am Hochjoch, hat man schon eine mögliche Verbindung oder eine mögliche Bahn von St. Gallenkirch hinauf aufs Hochjoch festgeschrieben. Also wir versuchen hier den Schritt zu gehen, den letzten Schritt, der eigentlich immer schon angedacht war. Das ist also ein sehr großes Projekt. Die zweite Bahn, die wir dann bauen, ist der Ersatz der jetzigen Grasjochbahn. Die ist doch schon in die Jahre gekommen. Und mit einer modernen, auch wieder eine 8er-Einseil-Umlaufbahn hinauf auf die Hochalpil, also etwas höher als jetzt der Kreuzjochsattel ist, haben wir dann auch in diesem sehr, sehr schönen, Geländekammer Grasjoch dann einen sehr, sehr starken Lift und sind am höchsten Punkt im Skigebiet auf 2440 Meter. Ein Vorstandsvorsitzender von über 800 Mitarbeitern ist natürlich ein Manager, der viel Stress hat. Hat man auch die Zeit abzuschalten, sich mal einfach so inkognito ins Skigebiet zu begeben und einfach Ski zu fahren? Also erstens freue ich mich sehr über die Aufgabe, die ich hier haben darf. Ich bin ja, meine Familie lebt in Wien und ich bin oft am Wochenende in Wien. Dort kann ich abschalten, dort kann ich auch sozusagen unbekannt sein. Hier freue ich mich, wenn ich mit den Gästen plaudern kann. Hier freue ich mich auch, wenn ich mit Einheimischen reden kann, wenn ich erkannt werde. Das stört mich gar nicht, im Gegenteil. Also das heißt, abschalten, das kann ich dann im Osten von Österreich machen. Aber wenn ich hier bin, freue ich mich, unter den Gästen zu sein. Sie haben die Erfahrung, es ist jetzt Mitte Jänner. Kommt noch viel Schnee in dieser Saison?
Also, wenn man der Statistik glaubt, dann ja. Der meiste Schnee kommt im Jänner und im Februar. Wir haben ja im Durchschnitt 10 Meter Schnee. Also wir gehören hier zu den schneereichsten Regionen. Ich bin mir ganz sicher, dass noch viel Schnee kommt. Leider muss man fast sagen, die Gäste wollen gerne zu Weihnachten Skifahren. Da sind wir mit dem Schnee von oben noch nicht so gut da. Da hilft uns Gott sei Dank, dass wir alle Skigebiete im Montafon sehr, sehr gute Beschneiungsanlagen haben. Im Jänner und im Februar kommt dann auch die Frau Holle und hilft mit, dass wir auf unsere 10 Meter Schnee kommen. Also das heißt, ich bin ganz sicher, dass wir noch viel Schnee bekommen und tolle Tiefschneeabfahrten machen können. Danke für interessante Aussagen. Gerne.